Event-Tracking oder Ereignis-Tracking auf Ihrer Webseite. Mein Name ist Philipp Sauer, ich bin von der IHNMorgen, Sie schauen websitemarketing.ch. Sie kennen diese Sitzungen, Produktmanager, Geschäftsleitung, jeder will, dass sein Bereich zuvorderst prominent auf der Startseite ist. Nur wird das überhaupt angeklickt? Interessiert das überhaupt jemanden? Oder klickt man eben das an, was keiner denkt und das findet man dann eben auch nicht? Das kann man genau analysieren und zwar mit dem Event-Tracking. Wir schauen hier gerade auf unsere Webseite, die hat beispielsweise diesen Slider oben drin. Da wechselt das Key Visual und mich interessiert es natürlich, klickt überhaupt jemals einer hier drauf? Das ist unser Call to Action auf der Startseite. Auch das ist sauber vertagt. Wird das überhaupt genutzt oder nicht? Oder dann weiter hinten, ich habe hier die Seite der Geschäftsleitung mit diesen Icons hier, einem Bildlink, dem Link hier aufs Mail drauf. Wird das überhaupt angeklickt oder nutzt das gar nie einer? Und genau das kann ich mit dem Event-Tracking tracken. Ich bin hier in dieser Übersicht hier drin, bin hier bei Events und Overview. Diese Events muss man natürlich anlegen, das geht nicht einfach von selbst. Ich zeige Ihnen das kurz, wie das auf der Seite ausschaut. Wenn ich also hier beispielsweise hinter dieses Mail gehe, kann ich hier dieses Element untersuchen und sehe dann hier unten, dass es eben hier in der Statistik unter Team, Reto Joller und dann Mailing abgelegt ist. Das sehen wir nachher weiter hinten in der Statistik wieder. Ich gehe hier also beispielsweise gerade mal auf das Team zu hier. Ich gehe hier auf Top Events, gehe hier in das Team rein, suche jetzt den Reto Joller, den haben wir hier und sehe jetzt wieder diese Links und sehe dann auch im Verlauf oben, wie die angeklickt wurden. Beispielsweise der Image-Link wurde 16 Mal angeklickt, 6 Mal der Mail-Link, der Xing-Link und der LinkedIn-Link 4 und 3 Mal. Versuchen wir das mal bei mir, wie das da ausschaut. Und da sehe ich dann die ganze Palette von den jeweiligen Links unten. Ich habe Xing, YouTube, Facebook, Twitter, Google und LinkedIn-Account. Ganz klar am meisten wird hier mein Bild angeklickt. Ist also enorm wichtig, dass dahinter dann entweder das Kontaktformular oder ein E-Mail aufgeht, damit er dann mit mir in Kontakt treten kann. Wieder zurück bei den Top-Links schauen wir uns jetzt kurz dieses Key-Visual-Thema an. Und da sehe ich jetzt, welche von den Bildern oben im Slider drin am meisten angeklickt wurden. Sind natürlich nicht alle gleich lang drin, weil die immer wieder wechseln. Trotzdem, Jobs beispielsweise oder Meisterless Chocolate haben hier 52 Klicks abgeholt in dem Zeitraum, was sicherlich eine gute Leistung ist. Aber ich sehe dann auch schnell, welche eben weniger geklickt werden, weniger interessant sind und die nehme ich dann eben eher dann auch wieder raus. Ich kann mir das Ganze hier auch im Bereich Pages anschauen, wo gab es am meisten Klicks. Ganz klar auf der Startseite drauf haben die meisten Events stattgefunden. Dann im Bereich Geschäftsleitung, Teamseite, Teamseite, Standortseite, Teamseite, die Partnerseite, auch das haben wir verlinkt. Also beispielsweise Links, die auf externe Seiten gehen, das sehe ich ja im Google Analytics in der In-Page-Analyse nicht, wie ich sie hier unten habe, das geht hier nicht, also die muss ich auch sauberlich vertagen. So habe ich also eine Ahnung, was überhaupt auf meiner Seite angeschaut wird und was nicht. Funktioniert, wie gesagt, nur mit diesem System säuberlich, das funktioniert mit der In-Page-Analyse eben nicht so optimal. Das gibt verschiedene Gründe, das will ich jetzt hier nicht erläutern, aber wenn Sie es machen, machen Sie es mit dem Event-Tracking und das muss man natürlich über den Code ganz kurz einfügen, damit das überhaupt funktioniert. Würde mich natürlich jetzt interessieren, ob Sie das auch machen. Interessiert Sie, wie das funktioniert? Kommentare wie immer hier. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IHNMorgen und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.